bei uns im Kölner Süden habe ich mit einem Auto, mit einem Verbrennungsmotor auf dem Parkplatz geparkt, der für Elektrofahrzeuge war. So der Klassiker, ne? So samstags Brötchen holen mit einem kleinen 6-jährigen Sohn. Und dann kam ich zurück und die freundliche Politesse von nebenan blaffte mich direkt an, was ich denn da tun würde. Ne? Sie hätte außerdem auch schon ein Abschleppfahrzeug gerufen und ich sei ja ein schlechtes Vorbild für meinen Sohn. Und hat mich dann etwas irritiert und mein Puls ging natürlich auch nach oben. Was will die von mir? Also soll sie mir eine Knöllchen geben, dann ist es auch gut. Und die hörte aber nicht auf. Also die war da so massiv. Ich bin dann eingestiegen, habe den Motor angemacht und dann so im Einsteigen, ob ich denn auch Halter des Fahrzeugs sei. Und gesagt, ja, kann sein. Und dann fing ich mit dem Ausparkvorgang an und dann sagte sie, sie habe mich nach meinen Personalien gefragt. Und dann habe ich dann gesagt, nee, haben sie nicht. Sie haben gefragt, ob ich Halter bin. Da ich jetzt hier schon beim Ausparkvorgang bin, endet hier ihre Zuständigkeit, denn sie sind ja nur für den Runenverkehr zuständig, die Polizei ist für den fließenden Verkehr zuständig, Ordnungsamt für den Runenverkehr. Auf Wiedersehen. So, dann habe ich natürlich auch mal so ein bisschen mich schlau gemacht, denn normalerweise abschleppen hatte ich auch immer noch so im Blick, in der Regel ja nur, wenn du tatsächlich eine Gefahr darstellst, also eine Feuerwehreinfahrt blockierst auf dem, ne, und aber es gibt tatsächlich ein Urteil vom OVG Münster, dass du, wenn du auf dem Elektroparkplatz bist, tatsächlich abgeschleppt werden kannst. Aber da gibt es halt verschiedene Kriterien. Ne? Und da werde ich mich jetzt mit der Stadt Köln auseinandersetzen. Zum einen gab es noch mehrere Elektroparkplätze. Waren andere Elektroparkplätze frei oder habe ich dadurch alle Parkplätze quasi blockiert? Und das Zweite ist, wenn die Dame einen Abschleppwagen gerufen hat, ist die Frage, sie ist verpflichtet, Schadensminderungspflicht, direkt da anzurufen, wenn ich losgefahren bin, den wieder abzubestellen. Hat sie das gemacht, damit da auch keine weiteren Kosten entstehen? Also da werde ich es auf jeden Fall drauf ankommen lassen. Aber OVG Münster sagt, dass das Fahrzeug abgeschleppt werden darf. Und das Zweite ist, es ist Ländersache, wie viel Kompetenzen tatsächlich die Mitarbeiter des Ordnungsamtes haben. Und in Nordrhein-Westfalen ist es so, dass das Ordnungsamt tatsächlich befugt ist, die Personalien festzustellen. Und das ist in anderen Bundesländern nicht so. Das heißt, die Dame hätte es machen können, wenn ihr Zuständigkeitsbereich da gewesen wäre. Aber da mein Auto ja schon fuhr, endete da ihr Zuständigkeitsbereich und sie war da leider zu spät. Also du siehst, ich bin da auch emotional in eigenen Sachen. Vor allen Dingen, wenn du da so doof angemacht wirst. Und von meinem Sohn, die dann sagt, was sage ich denn für einen Vater, dass ich da einen Elektroparkplatz zuparke. Also sorry, es ist kein Frauenparkplatz im dunklen Parkhaus. Das wäre asozial und es war auch kein Schwerbehindertenparkplatz, den ich zugeparkt habe, sondern Parkplatz zum Tanken der Elektrofahrzeuge. Ist nicht die feine Art, aber wie es halt so ist, wenn man schnell eben raus und Brötchen holen, es gibt keinen anderen Parkplatz, willst du ja auch nicht einen Kilometer weit weg parken. Also, ne, muss ich halt, kriege ich halt ein Knöllchen, muss ich bezahlen, ja, aber dann so eine Welle daraus machen, also das, dann, da werde ich dann auch eher anwaltlich und dann werden wir hier eine Sache anlegen und dagegen werde ich mich wehren. Ich würde mich extrem freuen, wenn du uns hier ein Abo gibst und uns pushst, denn jetzt veröffentlichen wir wieder regelmäßig YouTube-Videos.